So, hallo an alle zur nächsten Folge von Minecraft Galaxy. Und heute gibt es wieder eine XXL in kurzer Zusammenfassung Folge, denn wir haben den Livestream rum und wir sind auch einigermaßen weit gekommen. Wir haben ein paar tolle Dinge gemacht, die werde ich jetzt gleich zeigen, natürlich das Update-Video. So, natürlich bin ich gerade auf dem Mond, gerade bei meinem Länder versteckt und ja, wir haben eigentlich weitestgehend die Mondbasis weitergebaut, viel technischen Zeugs, technischen Krams gemacht. Wir haben Sauerstoffröhren auf den Mond verlegt und so weiter und so fort. Was sagt eigentlich gerade meine Sauerstoffanzeige? Es geht so. Hälfte. Weißt du was? Ich fülle hier gerade mal um. Zack, und teile mir die so ein bisschen ein, damit die sich gleichermaßen mal, oder nicht ganz gleichermaßen abnutzen. Das ist, wenn einer leer ist, tausche ich den ausgehen. Nicht so voll. Interessanterweise sind relativ viele Meteoriten irgendwie aufgetaucht, weswegen ich irgendwie massig von dem Meteorite Ore habe. Keine Ahnung, ob das so mit Absicht ist. Jedenfalls, es sind wahnsinnig übrigens, wenn ich drauflaucht, dann mache ich mir auch Schaden. Es sind wie wahnsinnig viele Meteoriten runtergedonnert. Ich habe über, ich weiß nicht, 20, 30, über einen halben Stack von dem Meteoritenerz schon bekommen. Naja, das dreht uns langsam um. Ich versuche hier mal nicht allzu viel zu zeigen, aber dann könnt ihr dann mal schon meine Mondbasis sehen. Also wenn man dann so ankommt, so bong, bong, bong als einsamer Mondwanderer, dass man gerade zufällig auf dem Mond sie verlaufen hat oder so. Ich meine, das kommt ja mal vor und dann kommt man so an und sieht das da vor und so. Und so, boah. Bong. Bong. Bong, bong. Bong, bong. Ich habe hier hinten Sonarpanel ausgestattet. Und ich habe das Ding mal komplett fertig gebaut hier. So wie es eigentlich war. Ich habe es angeschlossen und durchgeschnitten. Durch was auch immer geschlossen. Zugeschlossen und ich habe es auch nicht ganz weitergemacht für so ein U, denn das Gebäude würde hier vorne enden und das wäre mir viel zu nah am Länder dran, das fände ich unrealistisch. Deswegen habe ich es nicht symmetrisch gemacht und wir haben eine sehr tolle Eingangstür, wer ankommt. Na komm schon. Zack, geht das Ding auf. Das Problem ist, ups, ich darf die hier gerade mal nicht reintun. Ich sag mal 5 Meter, ja, dann öffne ich das hier schon, damit man es kurz sehen kann. Ah, weil wenn sich was nähert, dann öffnet sich das Ding auch. Ich muss zwei einstellen, das ist ja... Ja, manchmal ein bisschen blöd einfach. Man kann jedenfalls hier durchgehen, wenn man drin ist, schließt es sich wieder. Genial, ne? Als Schleusentür von draußen zu drin. Bombig. Ja. Von innen gibt es noch nicht allzu viel. Wir haben nur einen Oxygen-Sealer hier stehen und der macht folgendes, der sorgt dafür, dass wir hier drin atmen können ohne Sauerstofftanks. Das Ganze ist gerade ausgeschaltet, denn... Ein so ein Sealer kann nur eine gewisse Menge an Blöcken oder an Luftblöcken praktisch bearbeiten und die Geschichte ist eben, dass mein Trakt hier, also bis dahin theoretisch, mein Trakt ist genau 5 Blöcke zu groß. Das heißt, wir müssen irgendwo noch einen zweiten reinwursteln und auch einen zweiten in die Kuppel reinwursteln, die ich auch schon angefangen habe zu bauen. In der Mitte habe ich hier nur so einen kleinen Zeichner mir hingesetzt praktisch, der so andeutet, wo Blöcke gesetzt werden müssen. Das ist nur so ein Hilfsblockzeichen, das sind alles Geisterblöcke, die oben sind und nicht da. Ich habe hier so angefangen, so langsam dann das Glas zu bauen und das wird dann noch vervollständigt. Muss man dann in irgendeiner Folge oder nächsten Folge mal weiter ein bisschen machen eigentlich. Ja, damit wir einfach ganz normal hier unsere Kuppel hinkriegen. Das Problem ist halt immer nur beim Bauen, dass man oft irgendwie Blöcke wo setzen muss, wo man halt gerade keine oder einen Stützblock oder sowas braucht. Das ist manchmal ein bisschen schwer immer. Naja. Und ja, hier mag es noch Bäume. Heißt, ich habe mir Bäume besorgt. Bäumchen wären Träumchen. Und mit diesem Bäumchen wird unser Sauerstoff produziert. Das heißt, hier haben wir einen Oxygen Collector, der sammelt den Sauerstoff von den Bäumen ein. Und ja, auf dem Mond wachsen komischerweise Bäume im Nichts. Der wird einerseits hier bepowert durch Strom, den wir von unserer Solaranlage hier vorne bekommen, von den Solarpanels. Und durch die andere Röhre ist praktisch der Sauerstoff, der dann nach vorne geleitet wird, ins Haus rein. Hier hinten so Fump in so einen Stopfen rein. Das ist ein Sealable Oxygen Pipe. Das ist extra gemacht. Das ist einfach nur eine normale Röhre, wie man es hier kennt. Also Sauerstoffröhre. Nur, dass die noch irgendwie isoliert ist, damit halt nichts von innen rauskommen kann. Genauso wie so ein isoliertes Sealable Heavy Aluminium Wire. Also auch ein versiegeltes Kabel, wie jetzt, wenn du so die Fugen mit Silikon ausgießt, damit einfach nichts durchkommt. Und ja, das war im Wesentlichen so das, wozu wir gekommen sind. Sieht doch an sich gar nicht mal so schlecht aus. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, nächstes Mal
hier den Dirt austauschen gegen Moon Turf, weil der Moon Turf irgendwie cooler aussieht, finde ich. Und das ist so ein bisschen irritierend hier. Das ist noch so ein bisschen Baustelle auch. Das mache ich auch baldigst mal. Einfach hier Dings ersetzen, weil das sieht so komisch aus. Ja, irgendwo baue ich einfach ein bisschen was ab und dann tausche ich mal die Blöcke aus, das Dirt zum Moon Turf, dann sieht das wieder schöner aus. Die Fußspuren bleiben, glaube ich, so. Ich bin schon viel herumgelaufen, wie man sieht. Aber ja, das wäre so der Anfang von unserer Mondbasis. Jetzt die Frage, was haltet ihr davon? Ist das soweit es gehen Erwartungen erfüllt, Erwartungen übertroffen oder eben ein bisschen Bullshit? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, ich habe einigermaßen gut den Anspruch einer Mondbasis erfüllt. Denke ich mal. Ich könnte eigentlich wieder zumachen, so ein kleines bisschen. Einfach zutackern, damit das nicht auffällt. Dann jetzt einfach nur die Kabel, die liegen. Übrigens, da vorne ist auch noch eine Speicherzelle drin. Also auch die Speicherzelle, die wir unten auf der Erde hatten, wo wir Dings bekommen. Wo wir. Genau, jetzt zumachen einmal. Wo wir die Energie gesammelt haben, dass wir die Batterien aufladen für unseren Fuel Loader. Habe ich hier nochmal dazwischen geschaltet, irgendwo. Hier vorne. Genau. Und die speichert halt Energie bis auf Maximum, damit theoretisch auch nachts, wenn halt die Sonne nicht da ist, die richten sich übrigens nach der Sonne aus, wenn die Sonne wandert, drehen die sich mit, würde die Sonne jetzt anstatt da stehen, dann wären die hier so flach gelegt, dann würde die da stehen, dann würden sie einmal die andere Richtung drehen. Die Folgen der Sonne, ist übelst genial. Warte mal, vielleicht kann ich das zeigen sogar. Kann ich ja abbauen. Zack. Das sind Advanced Solar Panels und wenn ich die halt logischerweise dann hier wieder reinstelle, atmen wir kurz gucken. Dann richten die sich nach dem Stand der Sonne jeweils immer aus. Und produzieren natürlich auch, wenn ich halt richtig noch anschließen kann. So, Strom angeschlossen und dann auf Enable. Jetzt Sun is not visible, stand eben ganz kurz da, weil die Sonne normalerweise auch nachts nicht sichtbar sein kann. Logischerweise produzieren die auch keinen Strom. Jetzt ist Sun visible und deswegen geht die Energie hoch. Und dann wird die Energie theoretisch nach vorne geleitet werden, aber das ist ja alles dicht, das passiert jetzt gerade nichts. Der Sealer, den kann ich auch noch mal ganz kurz demonstrieren innen drin, wie das funktioniert mit dem Sauerstoff. Problem ist eben, um 5 Blöcke ist der Raum von der Mondstation innen drin zu groß, dass der eine Sealer das komplett abdecken kann. Das hier vorne funktioniert mit dem Dings. Und ich werde hier drin sowieso die Sauerstofftanks immer anlassen. Aber, naja. Moment, kurz demonstrieren. Ich mache einfach mal hier dicht, damit hier kein Sauerstoff raus kann. Und ganz blöd gesehen, wie gesagt, einfach 5 Blöcke zu viel drin. Wenn ich hier die zumachen würde, wird's gehen. Ich schließe einfach mal 5 Blöcke in. Einfach so hingeklatscht. Und dann könnte man hier auf Enable Seal machen und es wird nicht lange dauern. Und dann würde hier stehen, dass wir keinen Sauerstoff verbrauchen. Ist richtig verstanden, ne? Ja, müsste sein. Werden es auch im Streamform gehabt. Sollte jetzt ein bisschen, weil der pumpt praktisch jetzt hier den Sauerstoff in unsere Mondbasis rein und dann könnten wir auf Dauer irgendwann hier auch atmen. Einfach so. Ne, noch wird's abgezogen. Ich einen weiteren Block mache. Ich wollte noch mal einen weiteren Block hin und da habe ich irgendwas offen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nichts offen. Was noch anzieht, kriege ich vielleicht nicht genug Sauerstoff. Nein, das müsste gehen. Vielleicht nochmal, wenn ich gedingst habe. Bin mir nicht genau sicher, wie es war. Wahrscheinlich ist irgendwo wieder was offen oder so. Aber eigentlich müsste das Ding hier ganz gepflegt mir gleich grünes Licht geben. Komm schon, da, sealed. Scheint war es irgendwie noch ein Block zu wenig oder so. Jetzt hier ein Loch reinmache. Gucken. Anzielt. Irgendwo ist noch was offen. Also wir haben einfach das Problem, hier sind zu viele Blöcke drin. Zu viele Luftblöcke, die dieser eine Sealer nicht bedienen kann. Wenn ich dann hier abschließe, theoretisch wird halt dieser Trakt hier nicht mit Sauerstoff befüllt. Und dann geht es. Dann steht hier alles grün da. Und jetzt müsste auch eigentlich kein Sauerstoff abgezogen werden. Wenn ihr seht, die Luft aus unseren Tanks wird nicht verschwinden. Die bleibt auf 516. Und wenn ich dann halt wieder hier einen abbaue.
ist wieder anzielt und Chaos angesagt. Ja. Irgendwo haben wir, glaube ich, ein Loch noch drin. Ich weiß nicht genau wo. Bin mir gar nicht sicher. Also im Stream ging's. Da hatten wir hier noch drei Blöcke stehen und dann... Egal, irgendwo fehlt was oder... Naja, gut, damit das Prinzip verstanden ist, wie das Ding funktioniert und was das Ganze macht, und dann können wir uns theoretisch auch hier drin aufhalten, ohne Sauerstoff zu verbrauchen und so weiter und so fort. Wir können auch noch ein, noch so eine Maschine stellen, die uns den Sauerstoff wieder compressed, unter anderem, dass wir ja, ganz einfach wieder die Tanks auffüllen können, also in Aufladestationen. Vielleicht kann man so ein kleines bisschen noch einrichten, also wissenschaftliche Sachen, also Mikroskop oder sowas hinstellen, wäre ganz nice. Und Betten hinstellen oder so eine Cytogenic Chamber irgendwo noch. Und hier drin, die Kuppel wird halt gemacht. Und ich würde gerne das von da drüben hier rein verlegen, weil es einfach sinnvoller ist, dass die Bäume in einer Glaskuppel vor Luft wachsen, weil da draußen ist eigentlich ziemlich idiotisch. Und dann legen wir die Kabel einfach von hier nach da und dann passt das. Ich muss noch mehrere Siele anbringen. Und ich denke mal, der Strom reicht eigentlich. Die Solarpanels waren arschteuer hier draußen. Naja. Gut, damit das... einigermaßen verstanden ist, worum es ging. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen geht es dann weiter und wir bauen ein wenig weiter. Hoffentlich die Kuppel fertig. Wir legen das alles nach drinnen und machen die Mondbasis noch ein bisschen cooler. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns demnächst. Und tschüss.